Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beyond the Vortech Kanal. Ich bin da auf dem Kaltenstein und Hallo. Wir sind hier mal zum Let's Show, aber diesmal nicht ein etwas von uns. Und auch kein WTZ-EWG, sondern ja. Ein Airship, ein Public Airship ja. von AZ gebaut. Ja. Genau, ist verfügbar auf steamo.de als Public Airship. Ich fliege mal außen rum. Ja, und wir wurden halt neulich darum gebeten, Let's Show zu machen, also machen wir's. Genau. Ja, also steht auch hinten drauf, AZ. Ausnahmsweise kein fliegender Kasten, sondern... Eine ja, Z-Witze kannst du dir jetzt sparen. Ja, ja. eine fliegende Kiste mit netten... Ja, also sieht schon gut aus. Ja, sieht schon gut aus. Das ist in so einem grünen Alien-Design gehalten. Ja. Mit, ja, recht schlichtem Unterboden. Ja. Ja, genau. Ich feier's. Ist schon ein bisschen mehr auf Kampfstärke als das andere Public. Als das Lixfield-Teil, ja. Mal wieder... Nur Lixfield-Teil. Ja, du auch. So, genau, das gibt es ja im Fight zu begutachten. Das habe ich vielleicht mal in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr wollt, dass wir einen Fight machen, dann egal, wir machen es sowieso. Okay. Also dann gehen wir mal rein hier vorne. Auch hinten ein Eingang. Ja, hinten ist ja auch ein Eingang. Hier vorne werden wir direkt vom Raketenstartenhebel angeschaut. Die starten wir gleich mal und gucken uns den Schaden an. Genau. Und da. Hier vorne geht's zur Brücke. Hier hängen so Banner rum. Ja, diese Erdbanner-Dinger. Block Erde, keine Ahnung. Weißer Globus. Ja, keine Ahnung. Also wir haben hier Galek, Matthias, Turbomensch, Laika, Legula, Janik. Ne, Quatsch. Hier, da ist Hausparty, den ich jetzt versehentlich gerade weggeschlagen habe. Ich vermute, das hier ist Haptik. Dann haben wir hier Tim und hier Mo. Sehr schön. Dann haben wir hier zwei identische Hebel, ist auf der anderen Seite auch so. Flammenwerfer und Brücke verriegeln und dieser Hebel, der irgendwie nichts macht. Planeten und Mondzerstörung. Das ist der Todessternhebel. Der löst halt einen Alarm aus. Ja, kam, der macht so. Oh, Brückenverriegelung, sehr schön. SL, Höhenstreus. Also, verriegelt, so halb. Man kommt noch rein. Und man kann nur gegen einen Pfeil in die Fresse drücken. Ja, man kommt noch rein. Oh, hier kommt man noch rein, GG. Ah ja, 1.15 halt, ne? Tolle Version. Wenn man sich ein bisschen reinsneakt, dann... Ich hatte das gleiche Problem auch, als ich Miniborg-Schnelllader gebaut habe. Da kann man auch reinfallen, wenn man sich doof genug anstellt. Ja, wenn man sich doof genug anstellt, geht's immer. Hier unten kommt man immer noch raus, okay. Ja. Genau. Und Flammenwerfer ist, denke ich mal, selbsterklärend. Die anderen hier machen nix. Das ist ja. Dann hier sehr direkt schön. Flammenwerfer drüber. Oh, ja. Sind sogar ein paar mehr. Ja. Da das nichts für Public ja relativ hölzern ist. Ja, könnte tatsächlich sich lohnen. So, Höhenstreus ist hier unten, das ist das untere Kanonendeck. Aber wir gehen jetzt erstmal hoch. Ja. Okay, da lang. Diese Bleiker und Bläuler Kanonen. Ja. Schnelllader. Ich zeig mal kurz. Genau, meine belädt schon hier. Schnelllader, einfach dahin. Dann hier hin, dann hochspringen. Das sah gerade ein bisschen buggy aus, aber sollte alles funktionieren. Ich kann auch nochmal selbst beladen hier. Sollte relativ flux gehen. Ja, kann man ja durchgängig beladen, das ist halt ein Schnelllader. Ne? Also wenn hier die weg sind, dann ja. kann man die direkt hier reinladen. Genau. Ja. Dollar sagt uns eben auch, man kann hier mit den Höhenmodi umstellen. Wir ändern das mal. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, Moment mal kurz nachgucken. Ja, das Ding hat ein bisschen Zündung. Hat so eine leichte Static-Zündung, die macht ja. enorm viel Schaden. Jedenfalls für Public-Verhältnisse. TT ist ja. übrigens aus. Ja. Das ja, wir machen ja nachher noch ein Schuss. Ja. Das Brett schon weg und dann kann man noch ziemlich gut banken. Jo, mach den nochmal aus. Genau, man soll hier den so auf einstellen, zwei Ticks wegnehmen. Hier drüben dann alles voll. Legula hat gerade übrigens in Teamchat geschrieben, dass man dich zum Supporter machen soll, weil du immer am schnellsten antwortet und uns die Antworten wegnimmst. Ja, ja, das ist, so wie dazu. Alter, geht nur ohne Schatten. Ja, ja. So, nächste Kanone ist wieder die gleiche. Ja. Dann wieder Pause, zwischendrin Ausguck ja, also, und einen Gang ja. nach hinten. Also hier hat man noch immer Gänge nach unten direkt an den Kanonen. Genau, die führen unten zu den Höhenstreus. Also da ist ein Gang und hier ist ein Fallschacht für... Nach unten,
Genau, ja. Sehen wir gleich noch, wo der rauskommt. Und das geht bis vorne durch. Das müssten dann 4 Kanonen sein. Oder sind es nur 3? 3. Okay, 3. Und hier ist der hintere Ausgang, genau. Dann hat man hier nochmal einen Quergang. Genau, zwischen den Kanonen wieder. Hier geht's auch nochmal nach unten zu den Flugmaschinen. Also ja. Man kann ja Enter nehmen im Spielmodus. Flugmaschinen sind ziemlich geil, die können wir uns ja mal angucken. Ja, warte, hier zwischen ist ja auch noch, hier ist nur ein Quergang, ja. Okay, und hier vorne ist die Brücke, genau. Also, es gibt noch eine Menge Secrets, aber die wollen wir uns nicht. Die wollen wir euch nicht wegnehmen. Genau, dann könnt ihr ja mal ein bisschen erkunden gehen. Ihr könnt es ja mit Chemlist Public euch hinstellen oder im ja. Fight halt benutzen. Genau, Flugmaschinen. Nee, das ist der Weg hoch. Ja. Also, wir haben gerade ein paar technische Probleme. Wir gehen einfach nochmal runter, folgen dem Schild hier in diesen Gang rein. Hier sind die Flugmaschinen drin. Genau, ich kann mal Night Vision anmachen, sieht man das ein bisschen besser. Die sind so ein bisschen nach dem Kampfjet designt. Das kann man dann... Wir starten sie einfach mal. Wo ist der Startknopf? Meini, weißt du? Doch, wieder da. Okay, also dieses Video ist echt voller Probleme. So, Meini ist wieder da. Jetzt zeige ich mal, wie macht man diese Flugmaschinen an? Du stellst dich hier vorne rein. Ah, und drückt auf den Knopf hier, oder? Kommst rein? Ja, ja. Kommen wir rüber. Okay, kuscheln und da drauf drücken. Und los geht's. Ja, also jetzt könnten wir vielleicht mal im Game of 3 noch rausfliegen. Die sehen halt schon ziemlich cool aus. Hat was, ja. Also... Das sind halt Kampfjets, erkennt man, glaube ich. Und Steamboard zeigt sich gerade von seiner besten Seite. Ja, ganz ehrlich, 1.5 halt einfach scheiße. Ja, die 1.15 ist echt keine schöne Version. Naja, auf jeden Fall... X-Fresh schreibt wie immer bei der TPS 20 hin. Gut. Gibt es, wie gesagt, zu beiden Seiten. Hier ist sogar so ein bisschen Exhaust-Gas. Also, die haben auch einen netten Antrieb durch diesen Magma-Block da. Also definitiv für eine Flugmaschine auf jeden Fall ein richtig cooles Design. Genau, geht hier wieder raus, den gleichen Weg. Sind ja Warshipler, also die haben da ein bisschen mehr Ahnung. Genau, und hier oben kann man dann durch diesen Gang durchgehen und... Kommt nochmal hoch. Und wenn man den Gang hier runter geht... Kommt man runter, genau. Die gibt es halt, wie gesagt, überall. Ja. Hier haben wir dann Höhenstreukanonen, die auch ganz einfach zu beladen sind. Und auf den Feuerknopf drücken. Ja, also ist hier auch so gemacht, man kann hier vorne, wenn man nicht sneakt, auch nicht reinfallen. Ja, ist ein bisschen 1.15. Wenn man hier rein sneakt, dann kommt man nicht wieder raus, aber... muss man halt aufpassen. Ja, aber ich denke... Ich denke mal, das ist okay. Dann haben wir... Dann haben wir zwischen den Ausguck, der ist im Lauf der Schnelllader drin. Ja, also unbedingt weggehen, wenn jemand schießt. Wenn oben einer steht, genau. Weil sonst würde ich mal sagen, seid, könnt ihr das vielleicht für 5 Schüsse, aber dann seid ihr tot. Ja. Dann haben wir hier wieder Kanonen, also Höhenstreus mit einem Fallschacht von oben, haben wir gerade gesehen. Und... Hier auf der anderen Seite eine Leiche also nach oben. Sieht man ja hier immer auf der einen Seite der Fallschacht, auf der anderen Seite hoch. Genau. Dann haben wir nochmal das gleiche. Und ganz hier vorne nochmal eine Rindstreu. Genau. Ach. Hier sind wieder schöne Banner. Und dann geht es natürlich diese wunderschöne Treppenaufganggeschichte nach oben. Zu den Mannschaften. Sie kommt schon her. Also, wir haben die Tür kaputt gemacht. So. Okay, Mann. Ja, also Mannschaftsräume. Nochmal TNT-Kisten und ein paar Betten. Genau. So viel dazu. Ist auch ein Secret drin, darf ihr aber selber suchen. Ja, dürft ihr selber suchen. Wenn man dann hier rumgeht, dann kommt man hier hin, wo man eben nur raus konnte, aber nicht rein. Die Brücke. Genau. Und das war's auch schon mit dem Airship. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen kleinen Beschusstest. Mein Lieber, machen wir die Kanonen. Ja, und dann sehen wir uns gleich zum Schlusstest. Genau. So, also Meini schießt jetzt unten mal die Höhenstreureihe durch. Denke ich mal. Ja, da fängt er an. Jo. 4 Projektile. Ja, okay, der eine trifft jetzt da, wo der Jet eingeschlagen ist. Den sollte man natürlich optimalerweise nicht in der... Anfangsphase starten. Den sollte man natürlich zum Entern verwenden, wenn es erlaubt ist. Dann. Genau. Mach mal die Raketen an. Waren die Daumen?
Und jetzt seht ihr da aus diesen beiden Bereichen zwischen den Blast Furnaces kommen dann Raketen raus. Genau. Ja, bewegen sich sehr bockig fort. Aber das ist eine Serverfrage. So, und dann kommt sie gleich an. Das Tolle ist, wenn es dann eine Lücke gibt, genau der Redstone-Block reingeschoben werden kann, explodieren die nicht. Ich glaube, das ist gerade sogar bei einer der paar. Ja. Ja, ja. Gut, die eine ist explodiert. Der Jet kommt heute voll auf seine Kosten. Genau, hat nur. Ja. Ja, also ist ein bisschen blöd, sobald es eine kleine Lücke gibt, Raketen leider recht anfällig, aber ja. Gut, ansonsten. Dann wisst ihr ja immerhin, was ihr verbessern könnt. Also am besten die in bereits existierende Löcher reinschießen, die man gesehen hat hier, dann machen sie mehr Schaden. Ja, aber dann explodieren. Ja, vielleicht explodieren. Das ist auch recht. Ja, also genau. Der Public Tech könnt ihr ja gerne verbessern. Ja, also wie gesagt, ihr könnt es euch mit /chemlist public, so wie ich es gerade geschrieben habe, könnt ihr es euch hinpasten. Da habt ihr eine große Auswahl aus Airships, Wargears, Warships und so weiter. Ja, ich fange nochmal an, der schneller da zu böllern. Genau, genau, der kommt da unten rausgeschossen. Das ist jetzt der untere Höhenmodus. Du kannst ja gleich mal in den höheren wechseln. Also man sieht schon, durch diese Designschicht kommt sie sehr, sehr schnell durch. Durch die Zündung vor allem macht sie auch noch einen recht breiten Schaden. Und ist jetzt schon an der Panzerung dran. Ja. Dann schieß sie noch ein, zwei Mal. Davon hat man dann auch wieder drei Stück, die man auch schwenken kann. Ja. Also definitiv nette Bewaffnung, nette Bewaffnung. Jo. Also ja, das sieht schon, man sieht schon, es gräbt sich echt gut rein. Dann würde ich mal sagen, wir sind schon vielleicht durch die Mitte durch. Also das waren jetzt gut 4 Schüsse hier unten drin, wir sind schon in der Mitte dran. Also schon das Äquivalent praktisch zum Durchschuss. Und jetzt der obere Modus, genau. Da labert leicht aggressiv, der jedes Mal angeht und mit dem Weg schießt. Ja, Legula sagte gerade, das ist eine Fehlfunktion, die wird wohl noch verbessert. Also, ja. Das ist aber auch nur bei der einen so, dass da ein bisschen so ein Ton erscheint, wenn man. Ja. Genau. Also kann oben auch gut zerlegen. Ja. Ich würde sagen, ich kann mal schwenken. Genau. Nach außen, würde ich sagen. Oh. Ja. Also man kann eigentlich schon mit diesen Kanonen die Gegner komplett Tech setzen, auch wenn mal eine ganze Ebene fehlt, geht das. Okay, ich habe sie überladen. Oh. Okay, wenn man schwenkt, sollte man anscheinend nicht so schnell beladen. Ja, das Delay ist ja relativ hoch, dann. Klar, ja, ich hab da einfach. Also nicht zu schnell beladen, wenn ihr schwenkt, sonst passiert das hier. Sonst läuft. Hat da ein bisschen zu sehr reingesplattet. Genau, dann läuft Eisen aus. Hier Stein. Stein, stimmt. Also ich lauf dann aus. Ja, das hat jetzt tatsächlich schon rüber geschwenkt hier. Es ist ein bisschen inkonsistent, muss ich sagen, aber. Ich schieß gerade noch gerade in eine andere. Achso. Ja, okay, jetzt bist du beim Eisen. Ich würde mal sagen, da ja jetzt die eine Kanone fehlt, werden wir uns wohl zu der fahren. Also nach rechts, genau. Klicksville, willkommen in der Aufnahme. Ja, denke ich mal, sieht man schon sehr effektiv. Ist jetzt auch schon bei der Mittellinie und schon gut rübergekommen. Ja, ich schieße noch ein paar Mal, einmal schieße ich noch, dann müssten wir auch anderen Schaden sein. Genau. Und dann hat man, denke ich mal, schon die A-Ebene gut abgedeckt mit diesen Kanonen hier. Und das kann man ja auch oben. Also ist ein relativ nices Public. Und wenn man mal nicht zum Schwenken kommt, hat man immer noch die Höhenstreus. Ja. Genau, jetzt sind wir reicht.
hier durch. Denk mal, wenn man sich das von oben alles safe dann ist. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein, hier mit den Gegnern auszuschalten. Also wie gesagt, für eine detaillierte Fight-Sache bleibt einfach mal dran und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr da auch nichts. Also dann bald ein Fight. Ja, wenn wir Lust haben. So. Nehmen wir wahrscheinlich direkt im Anschluss auf, so wie wir uns kennen. Genau. Und es kommt so 2 Monate später, so wie wir kennen. Ja, also, soviel zu diesem Airship Public eigentlich. Wenn ihr Meinungen und Fragen dazu habt, feel free, das in den Kommentaren zu stellen. Ansonsten Service in der Beschreibung. Ja, der Kanal von AZ auch. Genau. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, die machen netten Wargame-Content. Und Warship. Nein. Warship, du Pro. Gut, dann hoffe ich, dass sie irgendwann mal Wargame-Content bringen. Und... Ja, also sind sehr aufwendig geschnittene Videos, aber ist das schon etwas anderes. Könnt ihr euch mal geben. Genau, also... Naja, bis zum nächsten Video. Ciao. Chiridu.